auch heute schlechtestenfalls Zweiter. Vielleicht gewinnt er. Es kommt auf ihn an, auf Peter Preutz, der nach diesem Sprung von Kenneth Gagnes jetzt auch 138, 139 Meter weit hinunter muss. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Boah, stark, stark. Brutal. Aber er macht es immer wieder. Er macht sowas von souverän. Als ob es überhaupt keine Diskussion gäbe, dass irgendwer anderer gewinnen könnte, außer Peter Preutz aus Selza in Slowenien. Unfassbar. Ja, der war jetzt wirklich im ersten und dann noch leichte Probleme beim Vorbaukopier super durchgekommen. Und der ist einfach, wenn er sein Potenzial ausschöpft, fast unschlagbar jetzt. Wahnsinn. Wahnsinnssprung. Tolle Noten, noch besser als bei Freund. Zweimal 19,5, dreimal 19,0, 145,5 Meter, springt in beiden Durchgängen Höchstweite. Da kann man nichts sagen, da gibt's nichts zu sagen, außer alle Achtung, Gratulation. Absolute Topleistung von Peter Preutz, der hier gewinnt vor Kenneth Gagnes und Severin Freund. Stefan Kraft schafft's knapp wieder nicht aufs Stockerl von Willingen bei einem Einzelbewerb, wird aber Vierter, denke mal, damit wird er auf jeden Fall zufrieden sein mit dieser Platzierung. Leider ist es die einzige gute Platzierung eines Österreichers heute in diesem Bewerb, denn nur Manuel Poppinger war im zweiten Durchgang vertreten, belegt am Ende, wie es ausschaut, Rang 26. Alle anderen Österreicher haben es nicht in den zweiten Durchgang geschafft. So, und jetzt freue ich mich aufs Fliegen und auf die Weltmeisterschaft nächste Woche am Kulm. Danke, Martin. Vielen Dank. Du wirst auch wieder fliegen. Auf das freue ich mich besonders. Bei uns